Wir bringen Der letzte Fall, ein Kriminalhörspiel des BRD-Autors Hans van Ooyen. Heinz Moll, 36, nicht verheiratet, so, Journalist. Von der anderen Seite, ja? Die Putzfrau hat ihn schon identifiziert. Ist sie vernehmungsfähig? Ja, ich denke schon. Dann holen Sie uns mal rein. Na, ist in Ordnung. Wie lange ist er tot? Ja, so genau kann es das noch nicht sagen, Kommissar. Ich vermute etwa 12 bis 15 Stunden. Wann kann ich mit Ihrem Bericht rechnen, Doktor? Na, morgen. Morgen gegen Abend. Gut, ich rufe heute Nachmittag an. Ja, ist typisch. Typisch. Ja, ich habe um 9 Uhr den Schlüssel vom Hausmeister geholt. Und dann bin ich sofort in die Wohnung gegangen. Naja, da habe ich dann dieses Durcheinander entdeckt. Im Schlafzimmer habe ich ihn denn gefunden. Sie haben sofort die Polizei gerufen, Frau Schiller? Ja, sofort. Sie haben nichts verändert? Nein, das weiß man doch, dass man da nichts verändern darf. Das sahen Sie doch immer in Kriminalfilmen. Den Schlüssel, haben Sie den immer vom Hausmeister geholt? Nein, nur wenn der Herr Moll nicht zu Hause war. Ich habe ja geklingelt, aber es hat doch niemand geöffnet, nicht? Und da bin ich dann zum Hausmeister gegangen. Was würden Sie sagen, was war Herr Moll für ein Mensch? Mensch, naja. Naja, also, ich habe gern für ihn gearbeitet. Wie meinen Sie das? Der hat mir nie in meine Arbeit reingeredet. Wissen Sie, ich kann das nicht ausstehen, wenn einer ständig im Weg steht und überall was auszusetzen hat. Der Herr Moll hat sich nie eingemischt. Und manchmal haben wir uns auch unterhalten. Haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und hat er mal was zu trinken gemacht und dann. Und worüber haben Sie geredet? Ja, über dies und das und ich habe ihm von meiner Familie was erzählt. Und hat er von seiner Arbeit gesprochen, von seiner Freundin. Er hatte eine Geliebte? Ja. Entschuldigung, der war doch nicht verheiratet. Das war ein Mann in besten Jahren. Kennen Sie die Frau? Ich habe die nur zweimal gesehen. Die ist Christa. Christa. Nee, den Nachnamen, den weiß ich leider nicht mehr. Und Sie wissen nicht, wo sie wohnt? Nein, nein. Hat Herr Moll oft Besuch empfangen? Och, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich komme doch immer morgens. Na, wer hat denn nur schon morgens Besuch? Ne? Aber vor einer Woche, ja, da war ein Mann hier. Der war sehr aufgeregt und der hat sich mit Herrn Moll gestritten. Wissen Sie, worum es ging? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Kurz nachdem der Streit begonnen hatte, da hat der Herr Moll mich gebeten, Zigaretten zu holen. Und als ich dann wiederkam in die Wohnung, da war der Besucher schon gegangen. Aber der Herr Moll, der war sehr ärgerlich an diesem Morgen. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Wiedererkennen? Natürlich würde ich den wiedererkennen. Ich habe ihm doch schließlich gegenübergestanden. Meinen Sie, dass... Frau Schiller, wir meinen noch gar nichts. Im Moment sind wir dabei, die Fakten zusammenzutragen. Herr Hubert, seit wann sind Sie hier Hausmeister? Ja, das sind 8 Jahre sind das jetzt. Sie haben heute Morgen Frau Schiller den Schlüssel zu Molls Wohnung ausgehändigt. Klar, Chef. Der Moll war ja nicht zu Hause, ne? Sie bewahren hier also bei Abwesenheit die Schlüssel zu den Wohnungen auf? Nee, wo käme ich denn da hin? Ich bin ja keine Empfangsdame, ne? Aber den Schlüssel zu Molls Wohnung hatten Sie doch. Klar, wegen der Putzfrau. Herr Moll hatte mich ja darum gebeten. Wo haben Sie den Schlüssel aufbewahrt? Na, gleich hier, in der Schublade. Wer hatte Zugang zu Ihrem Schreibtisch? Naja, hören Sie mal, woher soll ich denn das wissen, Chef? Ich führe nicht darüber Buch. Wie gut kannten Sie Herrn Moll? Ich habe keine Zeit dazu, hier irgendwen gut kennenzulernen. Wissen Sie, Chef, ich habe viel zu tun. Herr Moll hat immerhin 6 Jahre hier gewohnt. Ja, ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen. Sie kannten ihn nicht näher? Nee, Chef, das Übliche eben. Es war gestern Nachmittag. Wir setzen uns gegen Nachmittag immer ans Fenster. In unserem Alter hat man ja sonst keine Beschäftigung. Und gestern Nachmittag, da haben wir so verdächtige Gestalten gesehen, die hier ums Haus rumstrichen. Verdächtige Gestalten? Wie meinen Sie das? Mir war ganz unheimlich zumute. Können Sie die Personen beschreiben? Ja, sie hatten so Lederanzüge an, schwarze Anzüge. Wie Motorradfahrer sie tragen? Ja. Mhm.
Und sie strichen immer hier herum, fast eine Stunde lang. Sie machten einen gefährlichen Eindruck. Und getan? Was haben sie getan? Sie sind hier herumgestrichen, in ganz verdächtiger Weise. Herr Kommissar, genügt das nicht? Ich meine... Sie sind eine sehr wachsame Frau, Frau Haslach. Vielleicht können Sie uns da noch in einer anderen Frage weiterhelfen. Wissen Sie, wir suchen die Freundin des Ermordeten. Vielleicht wissen Sie da etwas. So, ist sie verschwunden? Natürlich. Sie kam mir gleich. Wir wüssten gerne, wie sie heißt, Frau Haslach. Da können wir Ihnen wirklich weiterhelfen. Siehst du, Erich, war es doch zu etwas Nütze, dass ich die Autonummer aufgeschrieben habe. Was? Sie haben die Autonummer? Ja, die habe ich. Sie hat ja hier immer im Halteverbot geparkt. Und da habe ich mir die Nummer aufgeschrieben. Herr Hubert war außer sich vor Zorn. Er hatte Moll am Krage und brüllte immer wieder, dich schlage ich tot, du Sau, dich mache ich kalt. Ich komme also die Treppe herauf und da höre ich schon vom Weide sein Gebrüll. Und da sehe ich, wie er ihm am Krage hat. Herr Moll war ganz weiß im Gesicht. Wussten Sie das noch nicht? Woher sollten wir das wissen? Na, das ganze Haus weiß es doch. Ich weiß noch, die alte Haslach kam von unten heraufgestürmt. Warum war Herr Rupert denn so wütend, Herr Asperger? Ja, ich nehme an, es war wegen seiner Frau. Ne? Sie müssen wissen, die ist ihm nämlich auf und davon. Nur man munkelt, dass Herr Moll etwas damit zu tun gehabt haben soll. Wie meinen Sie das? Er soll ihr Geld gegeben haben, dass er weg konnte von ihm. Und eine Wohnung soll er ihr auch besorgt haben. Genau weiß man das aber nicht. Ne? Warum hat Frau Rupert dann ihren Mann verlassen? Wissen Sie darüber etwas? Wissen Sie, der Rupert säuft doch wie ihr Loch. Und nachher, da hat er immer seine Frau verdrosche. Das wusste das ganze Haus. Nun, und da ist er ihm wohl auf und davon. Es ist ja auch kein Wunder, ne? Du kümmerst dich dann um die Autonummer, Walter. Ja, ich rufe gleich beim Straßenverkehrsamt an. Und frag beim Bundeskriminalamt nach, was wir über den Rupert haben. Vielleicht findet sich da etwas. Hm. Wenn du damit fertig bist, beschaffst du mir alles Material über den Moll. Hm. Sonst noch was? Reicht das nicht? Dass die Herren von der Mordkommission es nie erwarten können, bis ein ordentlicher Obduktionsbericht aufgesetzt, unterschrieben und zugestellt ist. Haben Sie schon mal was vom Dienstweg gehört, Kommissar Benck? Immer eilig, die Herren. Ein Mord ist kein Ladendiebstahl. Das lassen Sie besser keine Warenhausbesitzer hören. Also, dass Sie endlich Ruhe geben. Die Tat wurde zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr verübt. Die tödlichen Schüsse wurden aus einer Entfernung von 40 bis 50 Metern abgegeben. Der Täter hat sich wahrscheinlich auf gleicher Höhe mit dem Opfer befunden. Ja, genau was können da wohl die Ballistiker feststellen. Haben Sie Geschosse gefunden? Ja. Alle Schüsse sind von vorn abgegeben worden. Und jetzt halten Sie sich fest, Kommissar. Alle Schüsse haben den aufrecht stehenden Körper getroffen. Der Mann hat sich nicht bewegt, als man auf ihn geschossen hat. Ein normaler Mensch steht aber nicht still, wenn ihn eine Kugel trifft. Der bewegt sich. Ja, das wirkt sich natürlich auf die Schusskanäle der weiteren Einschüsse aus. Und? Ja, wir fanden Spuren von Leinen an Hand- und Fußgelenken, wahrscheinlich von Perl und Schnüren. Das würde heißen, ja. Ja, genau, genau. Das Opfer war gefesselt und festgebunden, als es die tödlichen Schüsse empfing. Mhm. Ja, der Mann wurde nicht ermordet. Der wurde hingerichtet. Und der Tatort? Ja, wahrscheinlich im Waldstück. Wir fanden Rückstände von Waldboden an den Händen und unter den Fingernägeln des Ermordeten. Sonst noch etwas? Ja. Wir fanden eine Vielzahl kreisförmiger Brandwunden an den Schenkeln und Genitalien. Brandwunden, die von Zigaretten herrühren könnten. Außerdem Brandblasen an den Fingerkuppen. Er wurde also gefoltert? Ja, ohne Zweifel. Er muss doch geschrien haben. Ja, wenn er gekonnt hätte. Aber wir fanden zwischen den Zähnen Leinenfasern. Ich nehme an, er war geknebelt. Irgendwelche Betäubungsmittel festzustellen? Nein, keine Spur. Das Opfer war noch wenige Stunden vor der Tat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit völlig ahnungslos. Er hat nur eine Stunde vor Eintritt des Todes ausgiebig gegessen. Und der letzte Geschlechtsverkehr liegt nur wenige Stunden vor den tödlichen Schüssen. Ein neuer Fall, Benck. Ja, Herr Präsident.
Na, dann informieren Sie mich mal. Der tote Journalist, bisher ist noch nicht geklärt, wo er beschäftigt war, aber das ist nur noch eine Frage von Stunden. Sein Name ist Heinz Moll, seine Leiche wurde in seiner Wohnung gefunden. Hm. Haben Sie schon Hinweise auf die Täter? Nein, Herr Präsident. Nein? Nein. Ich würde heute Abend gern die Akte einsehen. Die Akte? Ja, lassen Sie sie mir nachher bringen. Sie müssen das verstehen, Bink, das ist kein Misstrauen gegen Sie. Aber ich möchte nicht noch einmal so etwas erleben wie beim letzten Fall. Ich will genau informiert werden. Ich möchte mir ein eigenes Bild machen. Ich kann Ihre Alleingänge nicht mehr länger decken. Alleingänge? Wie meinen Sie das? Das wissen Sie nicht. Ich muss doch nur sagen, Strafvollzug. Alleingänge, Herr Präsident, ich habe einen Mord aufgeklärt, der vertuscht werden sollte. Es hat sich zweifelsfrei um Mord gehandelt, begangen von zwei Beamten des Strafvollzugs an einem Häftling. Ja, ja, schon gut, aber es war nicht Ihr Fall. Es hat nichts als Ärger gegeben. Erfolg ist, was zählt, Herr Präsident. Ja, ich weiß, Bank, ich weiß, das bestreitet keiner. Nur, dass Ihre Leute nicht gerade Vorbilder für einen Kriminalisten sind, das ist Ihnen doch klar. Nein, das ist mir durchaus nicht klar. Ihre Extratouren sind weithin bekannt. Meine Aufklärungsquote auch. Na, wir haben uns schon verstanden, Herr Kommissar Benck, nehme ich an. Schussentfernung 50 Meter, Herr Kommissar. Das Geschoss ist Kaliber 7,62. Die Waffe ist ein automatisches Gewehr vom Typ G3. G3 von der Bundeswehr, nicht? Ja, die Waffe wird auch in anderen Ländern eingesetzt. Die Israelis haben sie zum Beispiel auch. Aber eine Armeewaffe. Im Waffengeschäft bekommt man sie jedenfalls nicht. Also, was hast du herausbekommen? Ja, zuerst die Adresse von Molls Freundin. Sie heißt Christa Södern. Wohnt Buchenallee 8, arbeitet bei der Lokalzeitung. Sie ist 29. Und über diesen Hausmeister haben wir tatsächlich etwas. Das BKA hat sich Mühe gegeben. 3 Vorstrafen, darunter eine wegen Hehlerei. Und die anderen? Diebstahl. Aber das liegt 20 Jahre zurück. Und dann sind da noch etliche Anzeigen, die aber eingestellt wurden. Ruhestörung, Körperverletzung. Wieso wurde das nicht weiterverfolgt? Das waren Anzeigen seiner Frau. Sie hat sich später zurückgezogen. Und Moll? Da haben wir kaum etwas. In der Kartei beim BKA ist er nicht vertreten. Keine Vorstrafen also. Das Einzige, was ich herausbekommen konnte, war, dass er freier Journalist und Schriftsteller war. Er hat für mehrere linke Zeitungen gearbeitet. So. Na, da hat er wohl eine dicke Akte beim Verfassungsschutz. Ja, das ist anzunehmen. Hat auch Bücher veröffentlicht, 2 Romane und ein halbes Dutzend Sachbücher. Ich fahre jetzt zu der Södern. Erschossen? Aber das ist nicht wahr. Sagen Sie, dass es nicht wahr ist. Es tut mir sehr leid, Fräulein Södern. Aber wer hat es getan? Wer tut denn so etwas? Ich werde versuchen, das herauszubekommen. Beruhigen Sie sich bitte. Das kann doch nicht. Das darf doch nicht. Bitte. Bitte beruhigen Sie sich, Fräulein Södern. Helfen Sie mir, seinen Mörder zu finden. Mörder? Ja, aber waren es denn mehrere? Das nehmen wir an. Mehrere? Ja. Das gibt keinen Sinn. Fühlen Sie sich in der Lage, mir einige Fragen zu beantworten? Fragen Sie. Es wird schon gehen. Wann haben Sie Herrn Moll zum letzten Mal gesehen? Heinz kam gegen 3 in meine Wohnung. Gestern. Also gestern. Was haben Sie unternommen? Wir haben etwas getrunken und sind gegen 3:30 zu einer Kunstausstellung gegangen. Dort blieben wir bis ungefähr 17 Uhr, fuhren dann hierher zurück und verließen die Wohnung wieder gegen 6:30, um essen zu gehen. Um 7:20 haben wir uns vor dem Restaurant getrennt, weil ich zur Redaktion musste. Ist Ihnen an Herrn Moll etwas aufgefallen? Aufgefallen? Nein. Er war wie immer. Nur sehr müde war er eben.
Der sagte, er wolle sich gleich ins Bett legen. Er hatte viel gearbeitet in den Wochen vorher. Es ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein. Hatte er mal Feinde? Ach, wer hat die nicht? Menschen, die nicht gut auf ihn zu sprechen waren, kenne ich einige. Aber Mörder? Ich möchte Sie bitten, eine Liste dieser Leute anzulegen. Vielleicht hilft es uns weiter. Wir müssen jeder kleinen Spur nachgehen. Von mir aus. Wir müssen alle Möglichkeiten bedenken. Hat er mal Verwandte? Ein Bruder. Er hat eine Firma an der Friedrichstraße. Er ist Jürgen. Ach. Den Namen des Restaurants könnte ich noch gebrauchen. Es hat keinen Namen. Dieses kleine Restaurant in der Heppelstraße. Sie sind der Bruder des ermordeten Heinz Moll? Ja, leibhaftig. Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt gesehen? Zuletzt gesehen? Da muss ich nachdenken. Warten Sie. Wissen Sie, wir haben uns nicht gut verstanden. So wie Hund und Katze waren wir, verstehen Sie. Zuletzt gesehen, ja, das wird 2-3 Wochen her sein. Richtig, es war bei einer Theaterpremiere vor 2,5 Wochen. Wir trafen uns im Foyer während der Pause und wechselten einige Sätze miteinander. Sie haben sich also nicht gut mit Ihrem Bruder verstanden? Nein, wir haben uns eigentlich nie leiden können. Gibt es für diese Feindschaft Gründe? Ich meine, solche Gründe. Weswegen ich ihn hätte umbringen sollen? Das habe ich nicht gesagt. Ja, es hat so einen Grund gegeben. Es gab eine Zeit, da hätte ich ihm schon gern den Hals umgedreht. Aber das ist mehr als 4 Jahre her. Nun? Ich erzähle Ihnen das, weil Sie es entweder schon wissen oder es über kurz oder lang doch erfahren. Wissen Sie, ich kann viel Spaß verstehen, aber wo es an die Substanz geht, wenn mir einer etwas wegnimmt oder in die Quere kommt. Und Heinz hat mir eine Frau ausgespannt. Christa Södern. Ja. Was verstehen Sie unter ausgespannt? Nun, die Södern war damals in meinem Betrieb. Sie war tüchtig. Ich habe mächtig in die Kleine investiert. Verstehen Sie, ich lasse es mich etwas kosten. Aber nun, sie hat sich an Heinz gehängt. Es war also gar nichts zwischen der Södern und Ihnen? Nein, bevor es soweit war, ist mir der Heinz in die Quere gekommen. Ich habe Unsummen investiert. Sie können sich nicht vorstellen, was ich... Aber... Ja, und damals hätte ich ihn am liebsten umgebracht. Nein, wir haben uns nicht verstanden. Vor der Sache mit Christa nicht und danach schon gar nicht. Besonders die letzten Jahre nicht. Die letzten Jahre? Wegen Fräulein Södern? Nicht nur. Wissen Sie, ich kann es nicht leiden, wenn einer mir mein Geschäft versauen will. Ich habe es... Heinz hatte da ein Talent immer im falschen Moment. Er hat ihn in die Geschäfte gepusht. Ja, und das nicht zu knapp. Stellen Sie sich vor, 2 Bombengeschäfte sind mir durch die Lappen gegangen, wegen ihm. Wenn ich ihn damals erwischt hätte... Das würde mich interessieren. Welche Art von Geschäften betreiben Sie? Wissen Sie, wir leihen Wachmänner an kleinere Firmen aus und so. Und in den letzten Jahren haben wir damit begonnen, die Werkschutzgruppen der Großbetriebe in unserem Raum auszurüsten und anzuleiten. Das ist ein einträgliches Geschäft? Nun, in den letzten Jahren wird Sicherheit wieder ganz groß geschrieben. Und in diese Geschäfte hat Ihnen Ihr Bruder gepfuscht? Ja. Wir hatten 2 Großaufträge Spezialkameras. Und das Geschäft kam nicht zustande. Spezialkameras? Ja. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ach, das wissen Sie nicht? Nein. Wissen Sie, Herr Kommissar, die großen Betriebe sind natürlich besonders sicherheitsempfindlich. Aus diesem Grund ist es notwendig, den Objektschutz mit modernem Gerät zu betreiben. Wir haben in den vergangenen Jahren fast alle Großbetriebe der Umgebung mit unseren Spezialkameras ausgerüstet. Diese Kameras werden überall im Betrieb installiert. Sie sind so konstruiert, dass sie kaum auffallen. Und so ist der Firmenleitung die Möglichkeit gegeben, jeden einzelnen Teilbereich des Unternehmens zu überwachen. Jeden Teilbereich? Jeden. Und was hat Ihr Bruder? Das ist eine Notwendigkeit in der heutigen Zeit. Aber darüber war mit Heinz einfach nicht zu reden. Er war nicht dazu zu bewegen, seine schmutzigen Berichte zurückzuhalten. Schmutzige Berichte? Ja. Er hat veröffentlichen lassen, dass diese Kameras von uns auch in Betriebsratsbüros und Umkleideräumen angebracht worden seien. 2 Großbetriebe, mit denen wir damals in Verhandlungen standen, haben aufgrund des Kesseltreibens der Gewerkschaften und einzelner Politiker ihre Aufträge zurückgezogen.
Ich hatte meinen Bruder gebeten, mit der Veröffentlichung eine Zeit zu warten. Ich war sogar zu großzügigen finanziellen Entschädigungen bereit, aber er hat es einfach ausgeschlagen. Sie haben also Herrn Moll nicht näher gekannt, Herr Robert. Habe ich doch schon gesagt, Chef, ich habe keine Zeit für sowas. Und bei der Aussage, da bleiben Sie auch. Klar. Was sollte ich nicht? Dann stimmt es also nicht, dass Sie Herrn Moll bedroht haben. Ich soll... Wir behaupteten, dass ich... Dann stimmt es denn? Ja, es stimmt. Es stimmt, aber... Erzählen Sie mal. Ihre Frau hat Sie verlassen, nicht? Sie hat ihre Koffer gepackt und ist weg von mir. Einfach weg. Und dieses Schwein, dieses... Er hat ihr geholfen, nicht? Er hat ihr Geld gegeben, das Schwein, dass sie weg konnte. Wer hat ihr das überhaupt jetzt eingeredet? Wie stand Herr Moll zu Ihrer Frau? Ach, Sie haben sie ja kaum gekannt. Aber der Moll hat sich immer überall eingemischt. Überall hat er seine Nase reingesteckt. Und irgendwie hat er dann rausbekommen, dass... Naja, Chef, wie eben... Dass Sie Ihre Frau misshandelt haben. Also misshandelt nicht. Nur eben... Jedenfalls haben Sie sie geschlagen. Überall hat das Schwein seine Nase reingesteckt. Herr Moll hat Ihrer Frau Geld geliehen. Ja. Und eine Wohnung hat er ihr besorgt. Ja, da habe ich ihn eben zur Rede stellen wollen. Sie haben ihn bedroht. Das war mir zufällig. Ich war fertig, das müssen Sie doch verstehen. Sie haben es nicht getan? Was? Was getan, Chef? Sie haben Herrn Moll nicht umgebracht. Nein, Chef, nein. So war ich hier sitze, damit habe ich nichts zu tun, das müssen Sie mir doch glauben. Ich habe mich umgehört. Moll soll eine nicht unbedeutende Rolle im internationalen Waffengeschäft spielen. Im illegalen Waffengeschäft, versteht sich. Und jetzt rate mal, wer das ans Licht gebracht hat. Rate mal, wer Molls Waffengeschäft... Sein Bruder. Richtig. Hat er es veröffentlicht? Ja, vor 2-3 Wochen. Na, das passt ja. Du meinst, der Besucher, den Molls Putzfrau gesehen haben will... Könnte Molls Bruder gewesen sein. Er war aufgebracht über die Veröffentlichung und wollte ihn zur Rede stellen. Ja, das könnte sein. Was hältst du eigentlich von der Aussage dieser Frau Haslach? Ach, diese Halbstarken in der Lederkluft. Die Haslach ist doch eine von den Frauen, die den ganzen Tag im Fenster liegen und die wissen, wann die Müllers von gegenüber das Haus verlassen, ob die Meyers mit ihren Kindern klarkommen oder nicht. Die Sorte kennen wir doch. Mit wem spreche ich? Das tut hier nichts zur Sache. Hören Sie jetzt genau zu, Herr Kommissar. Sie stecken Ihre Nase zu tief in anderer Leute Angelegenheiten. Ich habe den Auftrag, Sie eindringlich zu warnen. Lassen Sie die Finger von der Sache. Hören Sie auf mit Ihren Nachforschungen. Legen Sie den Fall Moll zu den Akten. Und den Fall Christa Södern rühren Sie lieber erst gar nicht an. Christa Södern? Was ist mit Christa Södern? Sie ist gerade verstorben. Das Gleiche könnte Ihrer Frau sehr schnell passieren, Herr Kommissar. Hallo. Sie wurde richtig abgestochen. Geschlachtet. Ich sehe. Wer hat sie gefunden? Der Hausmeister. Glaunig heißt der Mann. Die Nachbarn hatten in der Nacht Schreie gehört, sich aber nicht getraut, sich zu rühren. Am Morgen sind sie zum Hausmeister gegangen und der hat dann in ihrem Beisein die Wohnungstür geöffnet. Kein schöner Anblick. Kann man sie nicht zudecken? Sofort, Kommissar. Die Spurensicherung soll sich die Wohnung gründlich vornehmen. Vielleicht gibt es endlich einen Fingerzeig. Also, ich war gerade dabei, die Mülltonnen an die Straße zu fahren. Bei uns kommt die Müllabfuhr immer recht früh und da stelle ich die Tonnen schon am Abend vorher heraus. Ich komme auf die Straße. Die Tonnen werden ja vom Hof auf die Straße... Ja, Sie kommen also auf die Straße und? Ja, auf dem Wagen eine Mülltonne. Da stehen so Bengel an der Tür. 4 Burschen. Haben sich da zu schaffen gemacht. Die kamen mir gleich verdächtig vor. Wissen Sie, ich bin doch Ihr Hausmeister und da hat man doch eine Verantwortung. 4 Burschen, sagen Sie. Ja, ich habe zuerst gedacht, Halbstarke. Sie kennen die Sorte ja. Und was haben Sie gemacht? Ja, haben sich an der Tür zu schaffen gemacht. Türklingeln befummeln. Ah, kann man doch nicht dulden, dass sich da jemand zu schaffen macht. Ich bin schließlich der Hausmeister. Ja, und? Ich lasse also die Tonne stehen und gehe auf Sie zu. Sie haben mit Ihnen gesprochen? Nein, dazu kam ich dann nicht.
Ich wollte, ja, aber mir wurde das dann doch zu gefährlich. Als ich nämlich 3-4 Meter heran bin, da sehe ich, wie der eine von den Burschen mit dem Messer spielt. Da habe ich Angst bekommen. Wissen Sie, ich bin nicht sehr mutig und ein Hausmeister verdient nicht so viel, dass es sich lohnt, den Helden zu spielen. Hm. Mit einem Messer spielte der? Ja, so eine Art Dolch. Ich wollte schon die Polizei rufen, aber dann sind sie verschwunden und da habe ich es dann auf sich beruhen lassen. Können Sie sie beschreiben? Wie waren sie gekleidet? Ja, natürlich kann ich das. Merkwürdig sahen sie aus. Merkwürdig? Ja, wie soll ich das sagen? Sie sahen gar nicht nach diesen Rockern aus. Ich meine, sie waren anders gekleidet. Wie waren sie gekleidet? Na, sie hatten so eine Art Uniform. Schwarze Hosen, schwarze Stiefel, schwarze Jacken. Solche Stiefel, wie wir sie bei der Wehrmacht getragen haben. Und ganz kurze Haare. So ein militärischer Haarschnitt. Wissen Sie, ich war früher bei der Wehrmacht und da... Uniform, sagen Sie? So eine Art. Und Abzeichen an der Jacke. Abzeichen? Ja, Orden. Wie wir sie im Krieg getragen haben. Es ist dieselbe Handschrift. Ich frage mich, ob die Täter tatsächlich etwas gesucht haben oder ob sie unsere Aufmerksamkeit ablenken wollten. Keiner macht sich die Mühe und reißt Dielenbretter heraus, nur um uns abzulenken. Nein, sie scheinen tatsächlich nach etwas gesucht zu haben. Und diesmal haben wir, glaube ich, etwas mehr Glück gehabt. Ah, ja, so? Ich nehme an, wir haben gefunden, wonach die Täter so verzweifelt gesucht haben. Und was habt ihr gefunden? Wir fanden in einem Buch einen Schließfachschlüssel. Höchstwahrscheinlich von einem Bankfach. Der Schlüssel war mit Klebestreifen befestigt. Das hatten die Täter übersehen, was allerdings kein Wunder ist, denn die Södern hatte fast 2000 Bücher. Wir haben es auch mehr durch Zufall entdeckt. Und wo ist der Schlüssel jetzt? Auf dem Weg zu Ihnen, Herr Kommissar. Gut, dann werde ich gleich mit diesem Schlüssel einen Mann in sämtliche Banken der Stadt schicken. Ja, und noch etwas, Herr Kommissar. Ja? Wir haben vor dem Fenster der Södern Fußabdrücke gefunden. Fußabdrücke? Ja, sie stammen eindeutig von Armeestiefeln. Ich weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft. Vielleicht ist es ganz unwichtig. Armeestiefel, sagen Sie? Ja. Na, das ist ja hochinteressant. Ich protestiere entschieden gegen Ihr Vorgehen, Herr Kommissar. Das ist Ihr gutes Recht. Was werfen Sie mir vor? Dass ich meinem Bruder nicht ausstehen konnte? Wer gibt Ihnen das Recht, mich abholen zu lassen, wie ein Schwerverbrecher? Ich werde mich... Trinken Sie Kaffee? Was? Mit Milch oder Zucker? Oder schwarz? Kaffee. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Können Sie. Ich hätte da noch einige Fragen. Wann haben Sie Ihren Bruder zuletzt lebend gesehen? Aber das wissen Sie doch, Herr Kommissar. Das habe ich doch schon zu Protokoll gegeben. Vor etwas mehr als 2 Wochen in einer Pause der Theateraufführung. Dabei bleiben Sie. Ja, natürlich. Sie lügen. Das ist eine Unverschämtheit. Sie haben Ihren Bruder in seiner Wohnung aufgesucht, um ihn zur Rede zu stellen, Herr Moll. Das ist nicht wahr. Sollen wir Sie der Putzfrau Ihres Bruders gegenüberstellen? Es stimmt, nicht wahr? Ja, es stimmt. Ich war bei meinem Bruder. Es hat da Meinungsverschiedenheiten gegeben. Sie waren sehr erregt, weil er Ihre Waffengeschäfte ans Licht gebracht hat, nicht wahr? Ich habe mit Waffenhandel nichts zu tun gehabt. Natürlich nicht. Ich habe mich aufgeregt, dass mein eigener Bruder solche Lügen über mich in die Welt gesetzt hat. Ich war bei ihm. Na und? Beweist das irgendetwas? Mit dem Mord Sie nichts zu tun, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Wo waren Sie Sonntag von 18 bis 22 Uhr? Sonntag? Warten Sie. Ja, ich hatte eine Konferenz mit einigen Geschäftspartnern. An einem Sonntag? Ja, die Geschäftslage machte es erforderlich, dass wir uns am Sonntag trafen. Wir stehen kurz vor dem Abschluss eines bedeutenden Geschäfts. Und gestern, wo waren Sie da? Tagsüber war ich in der Firma, gegen 4 bin ich nach Hause gefahren, gegen 6 Uhr dann zum Flughafen, um 9 Uhr hatte ich in München eine geschäftliche Unterredung. Und um 23 Uhr? Noch in der Verhandlung, ja. Das können Sie nachprüfen. Das werden wir. Ich hab's gefunden. Gefunden? Was hast du gefunden? Das Schließfach, zu dem der Schlüssel passt. Ach ja, und? Aktenordner, voller Negative. Negative? Mhm. Ja, bring die Filme ins Labor. Die sollen Abzüge machen, aber die sollen sich beeilen. Heute Abend will ich die Dinger auf dem Schreibtisch haben. In Ordnung. Ja, und noch was. Mir gehen die schwarzen Uniformen nicht aus dem Kopf. Wir sollten dem Hausmeister, dem Klaunig, mal Bilder von Neonazis vorlegen. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Herr Kommissar? Ja, Herr Klaunig? Der hier, der war dabei.
Sind Sie ganz sicher, Herr Klaunig? Ganz sicher, Herr Kommissar. Der war dabei. Der war das, der mit dem Messer gespielt hat. Lassen Sie mal sehen. Feitner, Paul. Walter? Ja? Feitner, Paul, haben wir den auf der Liste? Augenblick. Hier. Feitner, Paul. 6 Monate wegen schwerer Körperverletzung, 2 Jahre wegen Vergewaltigung. Adresse? Meisenweg 125. Er lebt bei der Mutter. Was willst du tun? Na, das ist doch klar. Wir fahren hin. Den nehmen wir uns vor. Na, dann auf. Paul ist nicht da. Sie können uns nicht sagen, wo wir ihn finden können? Oder wann er zurückkommt? Nein, das kann ich nicht. Mein Sohn geht eigene Wege. Er hält es nicht für nötig, mir irgendetwas mitzuteilen. Manchmal ist er wochenlang weg. Besonders in letzter Zeit, seit er die Arbeit verloren hat. Sie wissen nicht, womit Ihr Sohn gewöhnlich seine Zeit verbringt? Ach, woher soll ich das wissen? Mir erzählt er nichts. Aber er muss doch Freunde haben. Freunde? Die verderben ihn ja nur, schöne Freunde. Ich weiß nicht, was mein Junge an denen gefressen hat. Aber so ist das eben heute. Die Jugend liegt auf der Straße, da muss sie ja verkommen. Die sind nicht schlecht, die Jungs. Aber das ist diese verdammte Langeweile. Sie wissen ja nicht, wohin mit ihrer Kraft. Da kommen sie eben auf dumme Ideen. Was wollen Sie denn von meinem Jungen? Hat er was ausgefressen? Das wissen wir noch nicht, Frau Feitner. Nein, er ist in keiner guten Gesellschaft. Aber Sie müssen das nicht so ernst nehmen. Der Kollege von Ihnen, der kürzlich hier war, der sagte auch, das wäre nicht weiter schlimm. Das wäre nun einmal so mit Jungs in Pauls Alter. Kollegen von uns sind bei Ihnen gewesen, Frau Feitner? Ja, ein Herr von der Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl. Er sagte, Paul hätte in Frankfurt einen Mann niedergeschlagen. In Frankfurt. Aber ich bitte Sie, habe ich gesagt, mein Sohn ist ohne Arbeit. Wie soll der nach Frankfurt kommen? Es gibt Freunde, die ein Auto haben. Ihr Kollege hat mich aber beruhigt. Das wäre nur eine Formsache, hat er gesagt. Und dem Jungen würde schon nichts geschehen. Dafür würde er schon sorgen. Und zum Schluss sagte er, wir Volksgenossen müssen doch zusammenhalten. Und da hat er mir ein Auge gekniffen. Was hat er? Na, ein Auge hat er mir gekniffen. Hat mein Junge wieder... Nein, nein, keine Prügelei diesmal, Frau Feitner. Ach, waren Sie wieder auf diesen Friedhöfen? Was für Friedhöfe? Das wissen Sie nicht. Ja, dann hätte ich vielleicht besser gar nichts gesagt. Reden Sie nur, Frau Feitner, ich erfahre es nachher sowieso. Ach, die Jungs gehen doch ab und zu auf einen dieser Friedhöfe. Ich weiß ja auch nicht, was sie daran finden, Grabsteine zu beschmieren und umzuwerfen. Es sind eben dumme Jungsstreiche. So sind die Kinder nun mal, nicht wahr? Er war deshalb sogar schon einmal vor Gericht. Aber der Richter, der war sehr nett. Um was für Friedhöfe handelt es sich denn? Na, jüdische. Das müssten Sie doch wissen. Ach so. Jüdische, natürlich. Entschuldigen Sie, ich war in Gedanken. Hast du eigentlich schon Molls Alibi überprüft? Ich habe in seinem Büro angerufen. Seine Sekretärin bestätigt, dass diese Termine vorgesehen waren. Sie hat mir die Adressen der Tagungsorte durchgegeben. Da werde ich mich morgen gleich drum kümmern. Wie kommen die Jungen eigentlich an diese Abzeichen? Die sind doch verboten. Ach, die kriegst du doch auf jedem Flohmarkt. Bist du noch nie auf dem Flohmarkt gewesen? Nein. Da bekommst du alles. Aber das ist doch strafbar, solche Dinger zu verkaufen. Das weiß ich sicher. Man drückt beide Augen zu. So. Beide Augen diesmal. Mhm. Ja, Benk? Sie sind sehr unvernünftig, Kommissar. Das kann Sie teuer zu stehen kommen. Wie meinen Sie? Sie sollen den Fall niederlegen. Wir spaßen nicht. Ich auch nicht. Feitner. Wie? Sie... Feitner. Walter, du kannst die Beschattung der Wohnung Feitners abblasen. Ich weiß jetzt genug. Ich kenne das Motiv. Das Mikrofilmmaterial ist der Schlüssel. Ich habe geahnt, dass es uns weiterbringen wird. Ich glaube, wir können den Fall bald abschließen. Moll war in den letzten Jahren damit beschäftigt,
Material über neonazistische Organisationen zu sammeln. Er hatte sich in eine der Gruppen eingeschlichen und war an sensationelles Material gekommen. Bilder von Übungen der Nazis mit schwerem Kampfgerät. Aktionen wie Hakenkreuzschmierereien, Friedhofsverwüstungen, geplanten Brandanschlägen. Geheime Versammlungslokale, Waffen- und Giftlager. Geheime Akten der jungen Nazis über ihre Geldgeber und ihre Beziehungen zu hochgestellten Persönlichkeiten im In- und Ausland. Geplante Terroranschläge. Moment, du meinst, die sind ihm auf die Schliche gekommen? Das ist anzunehmen. Ja, dann ist der Fall doch klar. Keineswegs. Dieser Fall ist noch lange nicht klar. Weißt du, mir rollen da einige Dinge nicht in den Kopf. Zum Beispiel, warum nennt ein Polizeibeamter die Mutter Feitners Volksgenossin? Nein. Walter, der Fall ist noch lange nicht klar. Ich fürchte, wir haben da in ein Wespennest gestochen. Da sollten wir aufpassen, dass wir nicht gestochen werden. Was ist mit Molls Alibi? Stimmt. Wir nehmen ihn uns trotzdem noch einmal vor. Herr Moll, wissen Sie, woran Ihr Bruder zuletzt gearbeitet hat? Das kann ich Ihnen genau sagen, Kommissar. Daran, mich fertig zu machen. Daran hat er zuletzt gearbeitet. Stimmt es, dass Sie im letzten Jahr Aktionsfront Tat die beträchtliche Summe von 60.000 Mark überwiesen haben? Ich? Was soll denn das sein? Das wissen Sie nicht? Nein, tut mir leid. Die Aktionsfront Tat ist eine Ersatzorganisation der verbotenen NSDAP. Ah ja, was habe ich damit zu tun? Wie kommt Ihr Name auf eine Spendenliste dieser Gruppe? Sie werden nicht versuchen, uns weismachen zu wollen. Sie wüssten nicht, wofür Sie 60.000... Sie haben so eine Liste? Ja. Nun, das geht Sie gar nichts an, wem ich Geld spende. Wir leben in einem freien Land. Da kann ich spenden, wem ich will und wie viel ich will. Meine politische Überzeugung geht Sie gar nichts an. Warum haben Sie eine Nazi-Organisation unterstützt? Davon verstehen Sie nichts, Kommissar. Das ist Politik. Das ist nicht Ihr Ressort. Haben Sie gewusst, dass Ihr Bruder Material gegen die Neonazis sammelte? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Das können Sie. Ich erkläre Sie für festgenommen. Ich verdächtige Sie der Mitwisserschaft bei der Planung und Durchführung des Mordes an Heinz Moll und Christa Södern. Da sind Sie endlich, Benk. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten, Herr Präsident. Nun, Pflicht ist Pflicht, was? Ja. Wie kommen Sie in dieser Sache voran? Sehr gut. Sie haben eine Verhaftung durchgeführt? Ja, der Fall steht kurz vor der Aufklärung. Ich schicke Ihnen die Vernehmungsprotokolle gleich herauf. Der Untersuchungsrichter hat den Haftbefehl schon unterschrieben. Meinen Sie nicht, Sie sind da etwas voreilig? War ich das jemals? Nun, wie dem auch sei. Ich, Herr Präsident? Nun, also, es ist... nein, Sie verstehen es sowieso nicht. Also, ich bin beauftragt worden, Ihnen diesen Fall zu entziehen. Ja, das ist nicht Ihr Ernst. Der Fall steht kurz vor dem Abschluss, das dürfen Sie nicht tun. Ja, leider doch, ich bin auch nur Befehlsempfänger, Benk. Ich bin nicht befugt, Ihnen weitere Auskünfte zu geben. Ich verstehe. Ich, Noch niemals ist mir ein Fall weggenommen worden. Es tut mir leid, mir sind da die Hände gebunden. Sie sollen Ihren Willen haben. Und mehr noch. Hier, meine Dienstwaffe. Dienstmarke. Dienstausweis. Ich nehme unbezahlten Urlaub. Sie können nicht. Ich kann. Herr Präsident, ich kann. Sie nehmen das zu persönlich, Herr Kommissar Benk. Wir brauchen Leute wie Sie, verstehen Sie doch. Das geht doch nicht gegen Ihre Person. Benk. Sie wollen uns wohl nicht verstehen. Wir haben Sie gewarnt. Sie haben das Leben Ihrer Frau gefährdet. Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Wie? Was soll das? Ihre Frau büßt es, wenn Sie nicht endlich die Finger aus der Sache nehmen. Wir hatten Sie gewarnt. Was ist mit meiner Frau? Was? Es geht ihr gut. Es war nur ein Streifschuss. Aber beim nächsten Mal. Mensch, Werner, das mit deiner Frau war kein Spaß.
Wie geht's dir denn eigentlich? Danke. Es geht schon wieder. In der Hauptsache war es der Schreck. Mhm. Nein, ich lasse auch mit mir nicht spaßen. Den Brüdern lege ich das Handwerk. Ich habe in Molls Unterlagen Material über diesen Feitner gefunden. Ich denke, du hast alle Unterlagen abgegeben. Ja, das denkt manch einer. Hier, ach, Personalien, nein, das interessiert mich. Hier, 18 Hakenkreuzschmierereien, keine Anzeige, 14 Mal Körperverletzung, alle Anzeigen niedergeschlagen, illegaler Waffenbesitz, 3 Tage Gefängnis, Erpressung in 3 Fällen, Freispruch. Ist ein sauberes Früchtchen. Hörte das an, zur Zeit ist Feitner Leiter der paramilitärischen Wehrsportgruppe. Und hier ist auch ein Bild. Der gehörte längst hinter Gittern. Ja, weißt du, einige denken, da scheint es anders drüber. Wie meinst du das? Ja, so genau weiß ich das auch noch nicht. Aber wenn man so Zeit hat, darüber nachzudenken, mir sind viele Dinge durch den Kopf gegangen. Und? Ich fürchte mich davor, alles zu erfahren. Ich habe übrigens den Tatort gefunden. Woher hast du denn den? Nur wenn wir Molls Material vorher gehabt hätten, wäre der Fall längst geklärt. Hier. Sieh mal, was ich unter dem Stichwort Ausbildungslager gefunden habe. Hier ist es. Pension Wessel, ehemaliges Gasthaus, heute im Besitz von Johann Petersen, wird von der Gruppe Feitners als Übungs- und Ausbildungslager genutzt. Ständig bewohnt. Wo liegt denn das? Hier. Sieh da, die Karte. Ja? Warte. Ja. Hier, genau hier. Aber das ist doch... Das ist es. Keine 500 Meter vom Schießstand der Kaserne entfernt. Ja, da fallen ein paar Schüsse mehr oder weniger gar nicht weiter auf. Ja, und was willst du jetzt tun? Ich sehe mir den Laden an, das ist klar. Soll ich... Nein, das mache ich allein. Übrigens, ich hatte zufällig im Aktenkeller zu tun. Stell dir vor, was ich da gefunden habe. Was? Die Akte Moll. Ich hätte gar nicht drauf geachtet, wenn der Einband nicht so neu gewesen wäre. Was sagst du? Der Fall Moll ist zu den Akten gelegt. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Guten Abend, Herr Kommissar. Feitner, Sie werden jetzt mitkommen. Nein, das lassen Sie. Die Finger von der Pistole. Los, Jungs, packt das Schwein! Los! Na, Herr Kommissar, schnüffeln wir noch immer in fremden Angelegenheiten? Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Feitner. Denkst du? Los! Auf die Erde mit dem Schwein! Wurde die Leiche Kommissar Banks in einem nahen Waldstück aufgefunden. Polizeipräsident Mörlitz, der die Untersuchung leitet, teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass es sich bei dem heimtückischen Mord an dem verdienten Beamten ohne Zweifel um die Tat von linken Terroristen handelt, gegen die Bank Ermittlungen führte. Wir brachten ein Kriminalhörspiel des BRD-Autors Hans van Ooyen, Der letzte Fall. In den Hauptrollen sprachen Kriminalkommissar Benk, Dietrich Körner, Kriminalassistent Stellmacher, Peter Reusse, Gerichtsmediziner Dr. Grote, Hans Knötsch, Jürgen Moll, Edzard Hausmann, Christa Södern, Helga Piur, Glaunig, Jochen Thomas. In weiteren Rollen hörten Sie Heinz Schröder, Wilfried Bismarck, Wolfgang Thal, Gisela Morgen, Hans-Joachim Hanisch, Ruth Kommerell, Gerhard Geier, Brigitte Lindenberg, Michael Narloch. Dramaturgie Lutz Volke, Schnitt Dagmar Loke, Ton Eva Lau, Regieassistent Siglinde Amolong, Regie Helmut Helsdorf. Das war eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1980.